Und weil es so schön war, geht's gleich weiter. So. Übrigens habe ich mir überlegt, ich werde heute Abend und morgen früh hoffentlich heute Abend schon mal anfangen mit dem Doom Remake Let's Play. Also Doom Remake 4, also die vierte Version des Remakes von Doom. So, das Level hier war ein bisschen schwieriger, vor allen Dingen auch unübersichtlicher. Ich hätte mir den Gamma ein bisschen herstellen können. Hallo? Aber ernsthaft jetzt? Schon heftig, dass hier abgeht. Okay, okay. Das hätten wir. Ihr müsst aufpassen, wie ihr euch bewegt, weil es gibt draußen sehr viele Blind Deaths. Also fast überall, wo ihr hingeht, zum Beispiel wenn ihr hier reingeht, öffnet ihr diese beiden Dinger. Und da sind natürlich auch wieder Masse drin, deswegen schön hinstellen. Hopp. Und warten, bis die Tür vorbei ist. Ist sehr beruhigend, dabei einen Kamillentee zu trinken oder einfach mal seiner Großmutter zuzuhören, was sie denn so zu berichten hat. Und das war's dann auch schon. Oh. Das aufheben? Weil, wie gesagt, diese Map ist relativ schwer. Also. Ich habe immer mehr das Gefühl, dass dieses Let's Play zu einem Walkthrough wird. Einfach weil ich die Map halt schon so auswendig kenne, dass. Ja. Ist so auswendig kenne. So, wie ihr hört, hat sich da gerade auch was geöffnet, und zwar weiß ich zwar hier gar nicht mehr genau was, aber ich könnte sicher sein, immer wenn ihr irgendwas hört, wenn ihr irgendwo hingeht und dann was hört, hat sich garantiert sein Unfall geöffnet. Oh, oder der Weg ist verschwunden. That is bullshit. So, hier wieder. Trick benutzen. Einfach hinstellen. Normalerweise braucht ihr einfach nur langsam runtergehen, dann landet ihr direkt auf darauf. Kann aber ab und zu mal schief gehen und dann landet ihr halt nicht mittig darauf. Im Chromogarten kann man aber schon sagen, ist relativ easy. Nur halt, damit habt ihr dann das Ding vergeudet. Und das Ding kann natürlich auch nochmal wichtig werden.
deswegen würde ich vergolden. So, und zwar erstmal hiervon haben wir jetzt zwei, genau. Laden wir jetzt immer mal nach. Hier haben wir schon alles nachgeladen, sehr schön. So, und zwar brauchen wir das Ding nämlich, um die ganzen Lava-Bereiche zu durchgehen, zu durchreisen. Pixel, ja. Dankeschön dafür. Und jetzt gehen wir mal in die Richtung. Und wir sehen hier das. Okay, brauchen wir gerade nicht. Und dann müssen wir nämlich hier rein. Tada! Hier ist nämlich der nächste Abschnitt, damit sozusagen. Brauchen wir auch nicht. Und hier geht's rein. Bitte, war jetzt so langsam. Spaß! So, jetzt kann ich dann wieder raus. Dankeschön. Und zum nächsten Punkt. Das Ding hier ist auch fließt, das öffnet sich auch bei dem ganz bestimmten Punkt, der später kommt. So. Und zwar jetzt. Tada! Deswegen wäre es am besten gewesen, ich hätte hier mal ein Ding hingestellt. War natürlich schon blöd. So. Hallo? Ach so, hat er schon abgearbeitet. Hab ich gar nicht gehört, wie er den geschossen hat. Na gut, okay. Bin ich wohl taub. Oder ich war aus dem Audiobereich raus. Wow. Hat schon heftig hier. So viel zu dem vertrauten Indie-Sentrigan. Das wurde gerade stark in Mitleidenschaft gezogen. Dankeschön. Dankeschön. So. Autsch. Was haben wir gefehlt? Oh, wow. Was? Ich bin ganz schön irritiert, fällt das gerade auf. Achso, falsch, klar. So, und jetzt kommen wir nämlich zu einem der letzten Schritte. Wenn ich irgendwas vergessen habe. Und zwar ist das Ziel, das wo ihr hin müsst, ein bisschen versteckt. Man findet es extrem schwer und ich habe beim ersten Mal, als ich das damit gespielt habe, wirklich geschätzt eine Ewigkeit gebraucht, bis ich das gefunden habe.
Ah, ich wollte gar nicht rein. Scheiße. Deswegen bietet es sich an. Also ist das, kann man auch solche Rüstung mitnehmen. Deswegen bietet es sich an, das praktisch zu das Ding zu nehmen. Und zwar müsst ihr ihr müsst da hinten. Da rein. Und deswegen machen wir das auch. Heißt also, speichern. Und jetzt heißt es rennen. Hier hin. Dann irgendwo hängen bleiben. Dann ist man wissen, wo man hin muss. Dahin. Dann dahin. Und zum Fluss. Tada! Das war's. Es geht. Aber wie gesagt, gerade so für Erstspieler, also Erstlevel-Spieler, ist das doch schon relativ anstrengend, sage ich jetzt mal. Doch, dann würde ich mal sagen, das war's für Level 6. Da kommen wir jetzt gleich ins vorletzten Level.